Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es mal wieder um einen Cold Case. Und zwar um einen Anhaltermord aus den 80ern. Der Tattag war der 15. April 1986. Das Opfer war Angelika Steudle. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 16. September 2009. Also 23 Jahre nach der Tat. Und mittlerweile sind 37 Jahre seit der Tat vergangen. Der Fall wurde 2009 wieder aufgenommen, weil plötzlich ein Granitstein mit chinesischen Schriftzeichen am Fundort der Leiche auftauchte. Die filmische Darstellung beginnt am Samstag, dem 12. April 1986 in Aalen. Angelika ist 17 Jahre alt und wohnt noch bei ihren Eltern. Nach dem Abschluss der Hauptschule hat sie eine Nähschule besucht, denn ihr großer Traum ist es, Damenschneiderin zu werden. An diesem Abend hat sie sich für 19 Uhr mit Günther, ihrem Freund, verabredet. Die beiden wollen nach Dorf Merkingen, in eine Diskothek. Günther kommt auch aus Aalen und hat eine Ausbildung in Calw begonnen und ist deswegen nur noch am Wochenende zu Hause. An diesem Wochenende erlebt Angelika dann eine böse Überraschung. Denn Günther eröffnet ihr in der Diskothek, dass er sich von ihr trennt. Genaueres konnte ich in der Darstellung leider nicht hören, da die Stelle gemutet war. Und es lief gerade Wild Boys von Duran Duran. Und wenn man solche Musik dann hat laufen lassen, wenn man ein Video hochgeladen hat bei YouTube, dann wurde das sofort geclaimt, dann gab es Probleme und dann gibt es zum Beispiel die Option, dass man einfach dann das Video stumm stellt und das hat derjenige, der es damals hochgeladen hat, auch gemacht. Und diese Trennung wirft Angelika dann komplett aus der Bahn. Ich vermute mal fast, dass die Trennung deswegen stattgefunden hat oder Günther sich von ihr trennen wollte, weil er einfach nur noch am Wochenende in Aalen ist, beziehungsweise man sich nur noch am Wochenende sehen kann. Und er vermutlich da dann keinen Sinn mehr in der Beziehung gesehen hat. Aber das ist nur eine Vermutung. Zwei Tage später dann, also am Montag, dem 14. April, besucht sie dann eine Freundin, um sich bei ihr die Probleme von der Seele zu reden. Als sie ankommt, sieht sie nicht so gut aus und die Freundin fragt direkt, wie sie denn aussieht und was mit ihr los ist. Und Angelika sagt, dass sie gerade noch bei jemandem war und dort etwas getrunken hat. Die Freundin ist nicht gerade erfreut, dass sie um diese Zeit bereits Alkohol getrunken hat. Eine Uhrzeit wird allerdings nicht genannt, aber aufgrund der Gesamtdarstellung gehe ich mal davon aus, dass es am frühen Nachmittag vielleicht so 14 Uhr, 15 Uhr war, als sie bei ihrer Freundin war. Die Freundin möchte dann wissen, was mit Angelika los ist und Angelika sagt ihr dann, dass Günther mit ihr Schluss gemacht hat. Angelika glaubt aber, dass Günther dies nicht so gemeint hat und sich das bestimmt noch überlegt. Die Freundin bietet Angelika dann ein Wasser zum Trinken an, aber Angelika möchte lieber einen Weizen. Auch wenn die Freundin nicht davon begeistert ist, bekommt Angelika ihr Weizen. Dann berichtet Angelika, dass sie sich an diesem Morgen bei der Berufsschule abgemeldet hat. Sie sagt, dass es ohne Günther alles keinen Sinn mehr macht, und dass sie jetzt am liebsten in die Küche gehen würde, um sich ein Messer zu holen. Ihre Freundin versucht sie etwas zu beruhigen und sie unterhalten sich 2,5 Stunden lang bis kurz vor 19 Uhr. Um diese Uhrzeit sagt Angelika dann zu ihrer Freundin, dass sie sogar zu Fuß nach Calw gehen würde, nur um in seiner Nähe zu sein, also in Günthers Nähe. Ihre Freundin wirft dann ein, dass das aber eine Entfernung von über 100 Kilometern ist. Daraufhin zieht Angelika dann eine Schachtel mit Tabletten aus ihrer Tasche. Die Freundin will wissen, was es für Tabletten sind und wie viele Angelika davon genommen hat. Sie sagt einige, aber anscheinend nicht genug. Als sich die Freundin die Tabletten anschaut, sieht sie, dass es nur Vitamintabletten sind, aber die Freundin nimmt ihr diese trotzdem weg und wirft die einzelnen Tabletten in die Toilette. Als sie davon zurückkommt, findet die Freundin Angelika dann liegend, anscheinend schlafend oder leicht weggetreten vor.
Dazu muss man sagen, dass Angelika zuvor auf einem sehr niedrigen Sofa saß, zumindest in der Darstellung. Und es wirkt dann so, als wenn sie sich einfach ein bisschen hingelegt hat und nicht als wenn sie irgendwie gestürzt wäre oder ähnliches. Die Freundin ruft dann die Polizei an und erzählt, dass Angelika Tabletten genommen hat und Alkohol getrunken hat und es ihr nicht so gut geht. Ich denke, sie hat die Polizei vorrangig gerufen, da Angelika immer wieder von Selbsttötungsabsichten sprach. Eventuell wurde diese Situation bei Aktenzeichen XY auch nur etwas gemildert dargestellt. Vermutlich hat die Freundin die Polizei angerufen, um Angelika in dieser Ausnahmesituation, in der sie sich wohl befand, in eine Schutzumgebung zu bringen oder bringen zu lassen. Das heißt dann normalerweise Unterbringung in der Psychiatrie. Als die Freundin das Telefonat beendet, wacht Angelika auf und fragt, wen sie angerufen hat. Und die Freundin erklärt ihr, dass sie die Polizei angerufen hat. Daraufhin reagiert Angelika aggressiv und verlässt die Wohnung mit den Worten: "Ich gehe zu Günther." Kurze Zeit später kommt eine Polizeistreife zu der Wohnung von Angelikas Freundin und holt die Sachen ab, die Angelika bei ihrer Freundin zurückgelassen hat, und bringt diese dann zu Angelikas Eltern. Die Polizei spricht dann dort mit den Eltern von Angelika. Und die Freundin hat der Polizei anscheinend auch berichtet, dass sie zu Günther nach Calw. Die Mutter sagt der Polizei, dass Angelika auf keinen Fall Geld dabei hat. Und die Polizei wirft dann ein, dass sie dann nur per Anhalter nach Calw kommen kann. Und fragt die Eltern, ob sie dies schon öfter gemacht hat, also per Anhalter fahren. Die Mutter sagt, dass sie dies schon hin und wieder gemacht hat, aber nur hier in der Gegend und nicht bis nach Calw. Aber dann sagt die Mutter auch, dass sie ab und zu schon verrückte Sachen macht. Auf die Nachfrage der Polizei sagt sie dann, dass sie schon mal abgehauen ist, mit einer Freundin zusammen, und sie waren dann ein paar Tage in Stuttgart. Die Polizei versucht dann die Mutter etwas zu beruhigen und sagt, dass Günther in Calw bereits informiert wurde und dieser sich sofort bei der Polizei melden wird, wenn sie dort auftaucht. Und weiterhin auch die Polizeistreifen über die Angelegenheit informiert sind. Dann nimmt die Polizei noch ein Foto von Angelika mit. Dann springt die Darstellung auf Dienstag, den 15. April 1986. Rund 95 Kilometer von Aalen entfernt findet ein Mann die Leiche von Angelika in einem Waldstück. Sie wurde vergewaltigt und dann erstochen. Neben der Leiche liegt eine blutverschmierte Visitenkarte und somit die erste heiße Spur für die Kripo. Sie sucht denjenigen auf, dessen Name und Adresse auf der Visitenkarte steht. Als er gefragt wird, ob es sich um seine Visitenkarte handelt, bestätigt er dies und fragt, warum die Polizei bei ihm ist. Außerdem fragt die Polizei noch, bevor sie ihm sagt, worum es geht, ob er seine private Rufnummer auf der Rückseite der Karte geschrieben hat. Auch das bestätigt er. Dies hatte er allerdings schon am Montag auf die Karte geschrieben. Bei der Befragung stellt sich dann heraus, dass er der erste Autofahrer war, der Angelika am Montagabend mitgenommen hat. Dies war rund eine Stunde, nachdem sie die Wohnung ihrer Freundin verlassen hat, also gegen 20 Uhr. Er fuhr nicht nach Calw, sondern nach Essingen. Und er fragte dann in dem Gespräch, wohin Angelika denn will, und sie sagte nach Calw. Und der Fahrer wundert sich ein bisschen darüber, dass sie um diese Uhrzeit dort noch hin will und fragt, was sie denn dort möchte. Sie sagt, jemanden besuchen, und der Mann nimmt sie dann erst einmal mit. Während der Fahrt bemerkt der Mann dann, dass mit Angelika etwas nicht stimmt. Als sie in Essingen ankommen, will er sie einfach nicht so aussteigen lassen. Er fragt, ob sie nicht lieber mit der Bahn fahren möchte, und wenn sie kein Geld dabei hat, kann er ihr gerne etwas geben. Er gibt ihr dann seine Visitenkarte, auf deren Rückseite er seine private Rufnummer notiert. Er soll sie anrufen, wenn sie Hilfe benötigt. Die Aussagen des Mannes stellen sich dann als wahr heraus, denn nachdem der Mord bekannt wurde, melden sich mehrere Autofahrer, die Angelika danach mitgenommen haben. Damit konnte die Polizei die ersten Etappen ihrer Fahrt rekonstruieren. Die Route verlief wie folgt. Zuerst mit dem bekannten Mann von Aalen nach Essingen.
dort mit einem anderen Fahrer nach Schwäbisch Gmünd. Der dritte Fahrer hat sie dann von dort bis nach Schorndorf mitgenommen. Und von dort gibt es dann noch eine Strecke von 20 Kilometern bis nach Fellbach. Auch dort ist der Fahrer bekannt. Wie sie dann aber von Fellbach bis nach Bad Cannstatt kam, konnte nicht ermittelt werden. Das heißt, der Fahrer dieses Fahrzeugs hat sie nicht gemeldet. In Bad Cannstatt stieg sie dann gegen 21.30 Uhr zum letzten bekannten Fahrer ins Auto. Auf Nachfrage sagte dem Fahrer, dass sie nach Calville. Und der Fahrer sagte ihr, dass sie dann aber in der falschen Richtung unterwegs sei. Sie entgegnete darauf, dass sie müde sei und einfach nur noch schlafen will. Und sie scheint dann auch im Auto geschlafen zu haben. Der Fahrer ist an seinem Zielort Ludwigsburg dann angekommen und weckt Angelika auf und sagt, dass sie jetzt aussteigen muss. Er zeigt ihr dann die Straße, über die sie am schnellsten nach Calw kommt. Außerdem zeigt er ihr noch die Straße, die am schnellsten zurück nach Aalen führt, falls sie sich doch entschließen sollte, wieder zurückzufahren. Es ist mittlerweile 22 Uhr und dort in Ludwigsburg wurde sie dann das letzte Mal lebend gesehen. Irgendwann danach muss sie wieder in ein Auto gestiegen sein, vermutlich zu ihrem Mörder. Damit endet dann die filmische Darstellung des Falls. Der zuständige Kriminalrat berichtete, dass Angelika in der Friedrich-Ebert-Straße in der Nähe der Bärenwiese ausgestiegen ist. Von dort wollte sie ja weiter in Richtung Calw. Er fragt, wer sie mitgenommen hat ab diesem Punkt und oder wer gesehen hat, wie sie in ein Auto gestiegen ist, zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem dortigen Straßenstrich. Wo sich der Straßenstrich zu diesem Zeitpunkt befunden hat, wurde leider nicht gesagt. Die Leiche wurde dann in der Nähe von Magstadt gefunden, im Naherholungsgebiet Hölzer See. Sie wurde in einem versteckten Feldweg abgelegt. Es spricht dann einiges dafür, dass der Täter einen Bezug zu diesem Gebiet haben könnte. Wenige Monate vor Ausstrahlung der Sendung fand man einen Stein, der an einen Gedenkstein erinnert. Der war so circa einen Meter hoch. Und darauf waren zwei chinesische Schriftzeichen, die von der Bedeutung her übersetzt Folgendes aussahen: Kein Friede, keine Gerechtigkeit. Laut des Kriminalrats gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, der Stein stammt direkt vom Täter. Zweitens, von Freunden oder Bekannten des Opfers. Oder drittens, von einem Unbekannten, der den Stein einfach loswerden wollte und diese Stelle rein zufällig ausgesucht hat. Und relativ zügig kann dann auch die Herkunft dieses Steines ermittelt werden. Also damit nach der Suche nach diesem Stein war dann auch die Nachbesprechung beendet. Und da meldete sich eine 51-jährige Frau, die diesen Stein im Dezember 2008 entsorgt hat, als sie umgezogen war. Und es handele sich um einen reinen Zufall, dass die Frau den Stein ausgerechnet an der Stelle ablegte, wo 1986 die 17-jährige Angelika tot aufgefunden worden war, so die zuständige Kripo Böbling. Wegen Aktenzeichens Y hatten auch verschiedene Zeitungen über den alten Fall berichtet und ein Foto von dem Stein veröffentlicht. Die 51-jährige Frau erkannte ihren Stein beim Zeitunglesen und meldete sich bei der Polizei. Dabei konnte auch das Rätsel um die Schriftzeichen gelöst werden. Die Frau hatte an ihrem früheren Wohnsitz einen chinesischen Garten angelegt. Im Jahr 2011 gab es dann erneut eine Ausstrahlung zu dem Fall in ungeklärte Morde. Nach Ausstrahlung dieser Sendung gab es 10 Hinweise, aber keine heiße Spur. Da heißt es in dem entsprechenden Artikel, den ich euch verlinkt habe, die letzte Etappe ihrer Tram-Tour begann an der Bärenwiese in Ludwigsburg, wo sie ein Zeuge gegen 22 Uhr in einen weißen Mercedes hatte steigen sehen. Dies wurde übrigens auch bei Aktenzeichen Y erwähnt. Sie hat damals wohl nicht gewusst, dass dort ein Straßenstrich war, erklärte der Polizeisprecher. Der Autofahrer habe wohl gedacht, dass es sich bei der 17-Jährigen um eine Prostituierte handle. Vermutlich dieser Mann habe sie mit mehreren Messerstichen direkt ins Herz getötet, nachdem er sich an ihr vergangen habe. Der Täter muss gewusst haben, wie man schnell und präzise ein Leben auslöscht, sagte der Polizeisprecher. Die Tatwaffe, ein mindestens 11 cm langes und 12 mm breites
einseitig geschliffenes Messer ist nicht gefunden worden. Die Maße waren aufgrund der Schnitttiefe ermittelt worden. Vielleicht hat der Täter später irgendjemandem etwas erzählt, vermutet der Kriminalrat. Nach Aktenzeichen Y gab es übrigens 40 Hinweise und die meisten bezogen sich auf den weißen Benz, in den Angelika vermutlich als letztes eingestiegen ist. So, was gibt es zu dem Fall zu sagen? Erst einmal ist es natürlich unglücklich, dass der letzte bekannte Autofahrer Angelika in der Nähe des Straßenstriches herausgelassen hat. Ich vermute aber mal, dass er dies tat, um Angelika eine möglichst schnelle Weiterfahrt zu ermöglichen. Denn von diesem Punkt, wo er sie rausgelassen hat, gab es wohl eine gute Verbindungsmöglichkeit nach Calw und auch eine zurück nach Aalen, so wie in der Aktenzeichen-Y-Sendung geschildert. Was wird wahrscheinlich passiert sein? Der letzte bekannte Fahrer hat ja berichtet, dass Angelika sehr müde war. Ich vermute mal auch durch den Alkoholkonsum. In der Darstellung hat sie ja sogar im Auto geschlafen. Ich denke mal, sie war insgesamt sehr aufgewühlt, dann der Alkohol, und als sie dann im Auto saß, ist sie wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zur Ruhe gekommen und der Körper wollte nur noch schlafen. Vermutlich hat sie gar nicht realisiert, als sie aus dem Wagen ausgestiegen ist, dass sich dort ein Straßenstrich befunden hat. Und ich stimme da der Vermutung des Polizeisprechers zu. Vermutlich hat sie dort ein umherschauender Freier im Auto mitgenommen. Ich vermute mal fast, dass Angelika auch aufgrund ihrer Müdigkeit erst einmal gar nicht realisiert hat, worum es ging und einfach froh war, wieder in einem Auto zu sitzen. Es war an diesem Abend auch recht kalt. Die Wetteraufzeichnungen zeigen, dass es an diesem Abend in dieser Nacht in Ludwigsburg bis auf 2,7 Grad herunterging, temperaturtechnisch. Und Angelika trug nur einen dünnen Pulli. Dies nur ein weiterer Grund, warum sie wahrscheinlich einfach nur froh war, wieder in einem Auto zu sitzen. Müde und kalt und immer noch nicht an ihrem Ziel angekommen. Wenn man der Darstellung bei Aktenzeichen Y Glauben schenken kann, war es Angelika bei ihrem letzten Bekanntenfahrer war auch irgendwie egal, dass dieser sie nicht näher ans Ziel brachte. Denn sie wollte, wie sie ja sagte, einfach nur schlafen. Vermutlich hat sie dann, als der Täter mit ihr loslegen wollte, realisiert, was passierte. Der Täter hat dann aber nicht abgelassen, sondern einfach weitergemacht. Besonders anzumerken sind dann hier auch die bereits vorher genannten gezielten Stiche. In der Aktenzeichen Y-Sendung wurde sie übrigens mit blonden Haaren dargestellt und das war wohl auch in der Realität so. Also sie hat wohl zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, anders ausgesehen als auf dem Foto, welches ich hier eingeblendet sehe. So, das war es einmal zu diesem Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!